So, ach, ey, ist das nicht anstrengend hier auf dem Ja, Berg nur zuzuschauen, wie rumzustehen. das Herr Graf mich anschaut und jetzt kloppt. Ach, Ja, und weißt du es ist. was? Wie jetzt? Sitzstreik. Ich hab keinen Ja, Bock mehr. geht auch. Bumm, da hast du den Stein. Nee, pass mal auf, dass der nicht mir auf den Kopf fällt. Autsch, das tat weh, Kollege. Ja, ey, du musst hier aufpassen, nicht ich hier, ne? Unten Ja, bist du auch noch am rum, am rollen, am rumtollen, so rum. Wir sind auf Kupfer gestoßen und Ja, das das muss Kupfer hat uns ordentlich entdeckt. zerstört werden. Bearbeitet werden. Das ist doch Ja, schön, ne? professionell bearbeitet werden. Ja. Der andere von unten, ich von oben. Ja, das geht gut. Oh Mann, wenn das. Wenn das wieder rausgenommen wird, weißt du, was eigentlich so gemacht werden könnte? Was los? Eignet Du ihr, damit wir aktivierst. weniger Ausdauer verlieren. Ich dachte schon, ich hab's aktiviert, aber also wahrscheinlich schon du. Nee. Du trägst zu viel. Ach. Kupfer ist ja richtig schwer. Oh, Muss wo? zum Karren transportieren. So, den. Oh Gott, gibt's nicht irgend. Doch, es gibt's. So, da. Oh, hier noch 5 von 50 irgendwelchen blaue Dinge. Oh, Ah, Kupfervorkommen die wird blaue weiter. Grauzwergeaugen. Das ist. Ja, egal, irgendwelche Augen. Du fühlst dich nicht länger ausgeruht. Ja, was soll ich tun? Wollen wir den einen Karren füllen? Ich bringe den zurück und du fährst mit dem nächsten Karren zum nächsten Kupfervorkommen. Können wir tun, können wir tun. Dann sind wir ein bisschen erst effizienter. Ich habe Und gerade gemerkt, ab und zu ja. müssen wir im Dunkelwald auch wieder das Wasser abklappern nach Zinn. Weil da gibt es ja viele Zinnvorkommen. Ich habe gerade gemerkt, dass du relativ, also bei mir, über den Service, den wir hier telefonieren, nicht wirklich telefonieren eigentlich, dass du echt bei OBS extrem lau bist. Aber ich habe es gerade runter geregelt. Das ist ein bisschen bekloppt, also hier bei dem Service, das wir nutzen. Bei Discord kannst du einfach die Lautstärke rumsliden, aber das leckt ja wie doof teilweise, also bei uns Ist auf jetzt jeden Fall. besser? Nee, ich hab's da schon runter geregelt, ist kein Thema. Ey! Aha. Also von der Qualität her ist immer ja 1A, finde ich auch ein bisschen, auch wenn man, wenn ich über, ich war letztens, glaube ich, über Laptop habe ich, glaube ich, dich angerufen. Ja, doch, über den Echt? Laptop habe ich dich, glaube ich, mal angerufen. Yo! Das war vor etwa 2, 3 Wochen, als ich meinen alten Computer, also dich zuerst gefragt habe, ob du meinen alten Computer möchtest. Ja, genau, da habe ich dich angerufen. Und das ist egal, wo du anrufst, Also ob die du über den. Qualität war sauber. Ob du den Browser, ne, ob du den Browser anrufst Browser. oder irgendwo anders, spielt keine Rolle mehr. So. Wo bist du bei Mario Kart? Beim Browser. Ja, aber gibt's einen. Oh. Noch, man, wir müssten auch wieder spielen, Mario Kart. Uiuiui. Uiuiui, weißt du, wie witzig das wäre? Ein Abend mit Nö. Bierchen und Mario Kart durch. Nö, wäre ziemlich langweilig. Also, hab letztens mal wieder. Naja. Also, wenn du schon Jahrzehnte, sage ich schon, Mario Kart spielst, jede Version wahrscheinlich schon durch hast. Naja. Also, ich für mich ist es mittlerweile, wenn ich aber so. Mario Kart Spiel an sich keine Herausforderung mehr und klar, gegen Asiaten so stinkt man immer noch ab, das ist kein Thema. Ja, Aber so im Freundeskreis, ja. dann müsstest du ja bei diesen 10.000 Euro Prize Pool Mario Kart spielen, mitspielen von den bekannten YouTubern. Ach nö, ich spiele nur mal ein bisschen privat. So, für 10.000 Euro? Brauche einen Monat Komplett arbeiten. steuerfrei, alles absetzen von der Steuer. Mein, die Hälfte meines Vermögens steuerfrei. Geweih. Spitzhacke zerbrochen. Wieder mal. Stimmt, die geht auch gleich kaputt. Also Aber wirklich, ich hab. zum guter Glück haben wir ja so ein kleines Hütchen hier. Ja. Weißt du, ich hab auch letztens irgendwie daran gedacht, ich mach's eigentlich schon schlau. Die Hälfte meines Vermögens kloppe ich einfach mal in Fonds und Co. und Vermögens, also in eigene Vermögensverwaltung, so. Und, dann habe ich es mir so gesehen. Ach, das muss man.
Steuerauszug. Ich habe nur noch die Hälfte meines Einkommens eigentlich, muss ich versteuern. Auch cool. Besser. Geht's ja gar nicht. Aber Investments, das ist schon die Zukunft. Ja, ich habe es auch gesehen. Also ich war blöde, dass ich nicht gleich die Hälfte meines Vermögens eingelagert habe. Aber irgendwo durch ist es auch verständlich. Man will ja auch nicht gleich die Hälfte. Also weißt du, Sicherheit und so. Ja. Oh Mann, Regen. Jetzt regnet es noch. Und das heißt, daher habe ich nach und nach halt das Ding eingesetzt. Also. Und wenn ich alles auf einmal schon eingezahlt hätte, dann hätte ich auf das halbe Vermögen von mir irgendwie 20% plus in einem Jahr, glaube ich, mittlerweile. Das wäre halt schon nice. Ist leider nicht so, ne? Also, aber... Man lernt dazu. Es ist ja so, es geht auch über... man hat mir vorgemerkt, ja, so normaler, also maximaler Lebens- oder beziehungsweise Horizont der Anlage sind so 20 Jahren. Wieso? Ja gut, da bin ich ja 45. Da geht's nochmal 40, da geht's nochmal mindestens 20 Jahren. Ja, also ich könnte recht gut Geld machen. Aber es ist halt wirklich, du siehst das Geld nie mehr, also für lange Zeit nicht mehr, ne? Das ist auch wieder sowas. Du musst auf das Geld wirklich verzichten können. Und ich weiß nicht, ob das wirklich viele Leute können. Nee, aber ich habe ja ein Buch gelesen, Rich Dad Poor Dad. Da wird, da erklärt er dir, wie du das eigentlich machen kannst. Du musst eigentlich klein anfangen und dann schauen, dass das Geld sich selber vermehrt. Jo, mach ich. Also, einfach, ich mach's aus logischen Gründen schon. Weil auf dem Sparkonto gibt's ja 0,25% mittlerweile oder was? In anderen ich Banken nicht null, einmal ich mehr. Strafzins, wenn ich zu viel Geld auf der Bank habe. Ja, aber wie war das? Ich glaube, bei mir auf dem Sparkonto bei mir ist glaube ich noch 0,25% oder 0,025, irgend sowas. Dann hast du ja mehr als ich. Ja, aber es ist ja fast nichts. Ja, aber noch besser, ich sag mal, ich sag's mal, für so 50.000 ein, ja, kriegst du irgendwie 12. Mehr nicht. Aber ja, wenn du das Ding anlegst, dann. Ich habe auch meine dritte Säule also in einen Fonds gepackt. Ah, das und der hat schon irgendwie. Mehr. Das empfiehlt sich mehr, als wenn du es einfach bei der Bank hinterlegst und sagst, hey, hier ist die dritte Säule. Ja, da habe ich auch mittlerweile auch schon 12% oder so oder noch mehr. Das ist aber irgendwie enorm. Man muss aufpassen bei der dritten Säule. Es gibt so viele Leute, die mit Versicherungspeins kommen und sagen, ja, mach über Ding und so. Nee, ich mach das also bei der offiziellen Post bzw. Postfinanz. Das ist schon eine andere Hausnummer. Die ist auch halbstaatlich, von dem her, es muss ja irgendwie seriös sein, wenn es ja, schon der Staat übernimmt. Aber die machen sich momentan auch nicht gerade die beste Werbung. Die haben wenigstens nicht, ich bin zwar da kein, in dem Sinne, Kunde für das tägliche Gedöns, aber die haben wenigstens auf die Prepaid Master, also die Prepaid Kreditkarten verzichtet. Es gibt ja irgendwie Maestro und so, Karten wurden ja geupdatet. Ah, ja, und zu diesem Viseco oder wie diese Kacke heißt. Ja, keine Ahnung. Aber da dachte ich mir, ey, das habe ich ja schon ewig. Also ich, meine Bank, meine, sag ich mal, mein Lohnkonto so gesehen, anders alles und ich bezahle null, wirklich 0, nichts. Wenn du, Patrick, jetzt zu meiner Bank wechseln würdest mit meinem Code, kriegst du alles komplett kostenlos plus 10 Schweizer Franken obendrauf und ich krieg die 10 Franken nochmal, also... Wäre schon. Ist irgendwie ganz komisch. Es gibt. Wer hat Banken, dem wird gegeben, so. Nach dem Motto. Ja. Oh, wie weit kam ich nach unten graben eigentlich, so eine Frage? Es ist Nacht. Wie weit nach unten krieg ich's? Irgendwo hat's einen Begrenzer, was das anbelangt. So. Aber jetzt ist es langsam dunkel. Ja, Problem ist halt, wie komme ich hier wieder hoch?
Gleich drauf. Du musst jetzt so weiter geradeaus graben, bis zum Wasser. Nope, ich komm hoch. Hier ist auch noch Kupfer. Junge, ich hab Kupfer entdeckt. Im Boden. Uah. Heilige Scheiße nochmals. Ja, ich glaube, das ist wirklich nicht so eine Art Kupfer. Oh. Hallo. Der Berg sieht richtig ausgeschlachtet aus. Ja, und da geht's noch weiter runter. Das ist ja. Boah, jojojo. Boah. Junge, 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 was hast du denn da für einen riesen Kupfervorkommen hier drin? Ich hab nichts gemacht. Das ist geil. Das ist richtig geil. Jetzt müsste nur noch der Zinn so oft vorkommen. Braucht's den mehr oder wie? Also ich glaube wahrscheinlich schon, ne? Also wir brauchen für Bronze eine Bronze gleich ein Kupfer, zwei Zinn. Ah. Nee, umgekehrt. Zwei Kupfer, ein Zinn. Genau. Also eigentlich weniger. Nein, will ich doch nicht. Aber kann ich hier eine Höhle buddeln? Ich brauch dich hier oben. Es ist Nacht und die freundlichen Waldbewohner kommen. Die sind. Hey, ich hab eine Unterkunft. Ich hab den Kupfer vorkommen. Willst du mich verarschen? Till. Ja, komme. I need your help. Oh, ich hab keine Ausdauer. Ja, toll. Ah, so ein Level 1 Ding, bumm. Jo, krieg ich hin. Kriegen wir zusammen hin? Hinter dir. Das. Ich hab eigentlich nichts gemacht. So, Steine. Hier, das hier. Bumse, gewumse. Oh, hier hat's noch mehr Kupfer. Ja. Sag ich doch. Buddel hier eins am anderen raus. Ah, ich muss dir mal das Ganze wieder. In die Werkbank. An die Werkbank. Tatsächlich, hier ist Unterkunft. Tatsache. Ja. Jetzt nicht. Ja, ich buddel noch weiter. Oh, da hinten ist noch Kupfer. Was war das? Hier ist ein Hä? Hast du ein Gräuling versteckt? Im hä? Ich glaube, du bist auf den Spawner gestoßen. So, ich habe wieder keinen Platz. Oh oh. Stufe 2 Gräuling kommt zu dir. Bin dran. Da kommen gleich hinter dir noch mehr. Jo. Woher kommen die denn alle? Sag mal, oh, ich habe keine Ausdauer. Das ist echt doof, wenn du keine Ausdauer hast, ne? Pass auf. Jo, danke sehr. Doof, hätte ich gekloppt. Boah, was für eine Schlacht in der Nacht. Und das reimt sich sogar. Ja, aber das ist doch Kupfer. Hier haben wir noch Kupfer. Ja, hier liegt ganz viel Material noch da rum. Hey, hier ist noch ein ganzen Kupfervorkommen hier. Schwebend, Scheiße. Jetzt ist er weg. Oh. Huch. Hier auch noch. Denn was Nein, haben wir hier nur. Das hier. Was haben wir hier nur ausgebuddelt? Ich habe in meiner Singleplayer-Map noch nie so großen Kupfervorkommen gefunden. Hey, Gräuling! Ich nerv dir. Ui, der ist riesig. Oh, das ist ein Berserker. Ups. Ach ja, in der Nacht spawnen die Monster mehr, öfter. 10-mal mehr. 10-mal mehr? 10-mal cool, da gibt's auch 10-mal mehr Kohle. Oh, ich müsste vielleicht was, Och nee, ich hab doch gefuttert, aber. Hm?
Warum erhöht das Leben? Ach, das Leben erhöht sich nicht im Kampf, oder was? Nee, nee. Das Leben erhöht sich nur, wenn du keine Ausdauer verbrauchst. Also eigentlich, wenn du sitzt, dann regenerierst du dich am schnellsten. Wie sitzt man? Ich bin doof. Mit X. Wow! Na gut, jetzt bin ich voll. Hat hier noch Nee, scheiße, Q-Taste. Ich hab wieder Steine, Holz, Bom, Bom, Bing, so. Stein. Hat hier noch Kupfer? Nee, oder? Ich sag's mal so, wir können das Ding hier abtragen. Doch, hier hat's noch Kupfer. Das wird wahrscheinlich. Was ist das hier? Ach, einfach nur ein Stein. Okay. Okay, kein Kupfer mehr. Oben nicht mehr? Nö. Was ist das hier überhaupt? Ist eine Kupfervorkommen. Ah, hier. Lol. Mein Gott. Hier geht's weiter. Ein ganz kleines wahrscheinlich. Die Nachbarn kommen wieder. Okay. Die Nachbarn sind wieder da. X, ne? Zum dritt. Ausdauern. Man. Man heilt ja gar nicht schneller, so rum. Muss die Ausdauer komplett sein, dass man hielt, ne? Ich weiß es nicht. Wo ist das Problem, dass ich hier noch Nässe habe? Ja, die Nässe ist da noch. Auch ein Faktor, ne? Ach, alles schon weg. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Ja, wenn wir das Party haben. Ich bodle wieder Kupfer nach vorne. Ich dachte eigentlich, wir schaffen es in dieser Episode den ganzen Berg. Da hätten wir auch noch Kupfer. Also ich habe noch einen ganz kleinen Kupfer da hinten noch gefunden. Wow. Ach, hier bei mir hat es auch noch. Ja, sieht nach größerem aus. Oh, und da kommt auch noch größeres. So ein ganz cooler Schamane hier. Der spuckt Gift. Ist aber schon zur Hälfte runter. Der kann aber healen. Gar nicht mehr, wenn er tot ist. Boah, ey, die Leute, die Kopfschmerzen. Weißt du, was die für Kopfschmerzen haben danach? Ja, da kommt noch ein Schamane. Wenn wir nur mit Keulen rumschlagen, der ist ja alleine, das bringt ja irgendwie nichts. Der ist ja du bist tot. Nee, der ist tot. So rum. Ja. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao mit V.